Die Koalition von Freien Wählern und CSU führt dazu, dass Bayern an der Spitze bleibt, auch in schwierigen Corona-Zeiten. Unser Haushalt, den wir mit unserem Koalitionspartner in zwei langen und intensiven Tagen erarbeitet haben, umfasst 71 Milliarden Euro und kommt ohne Neuverschuldung aus. Die Gelder, die wir benötigen, holen wir uns aus der Corona-Reserve von 20 Milliarden Euro, die wir 2020 beschlossen haben. Wir sind auf einem guten Weg und die Freien Wähler haben auch dazu beigetragen, dass der Haushalt die richtigen Schwerpunktsetzungen hat. Hightech Agenda Plus im Wirtschaftsministerium von Hubert Aiwanger, das ist eine Investition in die Zukunft unseres Landes, in die Wirtschaft, auch in den Klimaschutz, und zwar nicht in einen Klimaschutz mit Verbot und Verzicht, sondern einen Klimaschutz, der auf CO2-neutrale Mobilität made in Bavaria setzt und damit weltweit Standards setzt. Wir investieren in Privatschulen. Michael Piazzolo freut sich hier über 150 Millionen Euro. Und das war unserer Fraktion besonders wichtig, wir stärken auch alle Regionen Bayerns, auch den ländlichen Raum, etwa 35 Millionen in die Reaktivierung von Bahnstrecken, 50 Millionen zusätzlich für die Staatsstraßen, 90 Millionen zusätzlich für den ÖPNV und viele andere Dinge, die im ländlichen Raum, in den Regionen Bayerns wichtig sind. Wir Freie Wähler sind der Motor Bayerns und haben das bei den Haushaltsverhandlungen wiederum unter Beweis gestellt.